that empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Ja, lieber Christian, herzlich willkommen in der Flowgrade Show. Hallo Max, danke für die Einladung. Also es freut mich total, dich hier zu haben, denn du bringst jetzt mal eine Thematik ins Spiel, die wir so noch nicht hatten, in mittlerweile weit über 50 aufgenommenen Episoden. Und bin sehr froh, dass wir auf dich gestoßen sind. Und ich möchte einfach mal anfangen, denn du beschäftigst dich mit einem Feld, das nennt sich grundlegend erstmal Baubiologie. Und vielleicht fangen wir einfach mal so an. Was versteht denn jemand unter Baubiologie? Baubiologie ist zunächst mal ein sehr großes Feld, in dem sich verschiedene Fachleute tummeln, die alle eines gemeinsam haben: Sie möchten gesunden Wohnraum schaffen. Das können also Architekten sein, das können Handwerker sein, das können aber auch Menschen wie ich sein, die sich primär mit dem Bereich der Umweltanalytik beschäftigen. Das sind dann die sogenannten baubiologischen Messtechniker, die eben verschiedene Umwelteinflüsse in Innenräumen und auf Grundstücken oder auf Bauplätzen versuchen zu quantifizieren, einzuordnen und dann eben dahingehend zu bewerten, ob sie biologisch relevant sind oder nicht. Also in einem kurzen Wort könnte man sagen, wir alle versuchen, eine gesunde Lebensgrundlage zu schaffen, denn wir halten uns eben meistens in Innenräumen auf. Okay. Also das bedeutet, dass du im Prinzip Leuten dabei hilfst, ihren Wohnraum, beziehungsweise vielleicht sogar auch ihre Berufsräume, nehme ich an, das ist wahrscheinlich naheliegend. Ja, alle Innenräume prinzipiell, in denen wir uns oft und lange aufhalten. Und du machst es ja nicht einfach irgendwie heraus, weil du zufällig draufgestoßen bist, sondern du hast mir jetzt gerade noch schon vor dem Podcast, und da möchte ich gleich nochmal einhaken, deine Geschichte erzählt, die ich unglaublich spannend finde, weil es ist auch wieder so eine Geschichte, wo du eigentlich aus einem persönlichen Schmerz heraus auf das Thema gestoßen bist. Kannst du mir die Geschichte nochmal erzählen? Ja, ich meine, ich war selber angestellt eben, ja, hatte also einen ganz normalen Beruf, ja, vor meiner spannenden Zeit eben als Baubiologe oder Umweltanalytiker. Und hatte dann irgendwann, ich hatte einen relativ stressigen Job im vertrieblichen Umfeld, und hatte dann irgendwann mal massive Schlafstörungen und hatte eben mit Schlafstörungen zu kämpfen und habe eben gemerkt, wenn man nachts nicht gut schläft und sich nicht gut erholt und eben dauernd wach wird, schlecht einschläft, dann ist man morgens eben nicht so leistungsfähig, wie man es gerne wäre oder wie man es ist, wenn man gut geschlafen hat. Ich meine, das weiß jeder von uns, wenn er irgendwie eine kurze Nacht hat oder schlecht geschlafen hat, weil er gerade irgendwie Prüfungsvorbereitungen hat oder einem viel durch den Kopf schwirrt, wie gerädert man dann am nächsten Morgen sein kann und eben wie fit man ist, wenn man ausreichend guten Schlaf gefunden hat. Und spannend ist es, dass diese Symptomatik der Schlafstörungen nicht überall aufgetreten ist. Und das ist eben ganz typisch bei baubiologisch oder bei Symptomen, die dann auf baubiologische Fragestellungen hindeuten, dass die eben nicht überall in gleicher Ausprägung auftreten, sondern in manchen Räumen oder Wohnungen oder Häusern mehr und in anderen weniger oder gar nicht. Und das zeigt, hoppla, da muss in der einen, also da liegt es nicht an dir, sondern es liegt am Umfeld, dass du schlecht schläfst oder dass du asthmatische Beschwerden hast oder dass die Augen brennen oder das, was auch immer. Ja. Das ist eigentlich noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ansonsten könnte man ja sagen, ja gut, hat halt Schlafstörungen gehabt, was hat das jetzt mit Baubiologie zu tun? Ne? Oder wie kommt denn der da drauf? Oder, ne? So, dieser Zusammenhang, dass es eben dann eben nur in gewissen Umgebungen, nur in gewissen Häusern oder Wohnungen aufgetreten ist und in dem Fall in meiner eigenen Wohnung eben und woanders eben nicht. Also ich habe nicht überall schlecht geschlafen, sondern nur in meiner eigenen Wohnung. Ah, okay, interessant. Du hast ja eben schon angesprochen, also das Thema Schlaf, mit dem Thema Schlaf kamst du dann letztendlich zur Baubiologie und das ist interessanterweise wirklich auch ein Thema. Ich hatte es sogar unterschätzt, weil ich wusste, okay, Leute haben Schlafprobleme, aber wir haben mal eine Umfrage gemacht mit unserer Community mit mehr als 1000 Antworten und ich glaube, es waren 70% von den Leuten, die uns auch folgen, die von regelmäßigen Schlafproblemen gesprochen haben.
Und normalerweise ist ja auch die Herangehensweise, also besonders auch in unserer Szene, dass man von intern her arbeitet. Also sprich etwas einwirft, also ein Supplement, Melatonin und da erstmal versucht, mit dem Schlaf zurechtzukommen. Und jetzt, besonders deine Komponente, geht ja komplett jetzt mal aufs Externe. Und das finde ich so spannend. Denn was hast du jetzt denn entdeckt dann letztendlich? Was war es, das deinen Schlaf beeinträchtigt hat? Also zunächst mal muss ich sagen, was mir eben aufgefallen ist, dass ich in manchen Umgebungen oder in manchen Wohnungen und Häusern sehr gut geschlafen habe, ne, wie ein Stein, und in anderen reproduzierbar nicht oder auf jeden Fall nur eben sehr schlecht geschlafen habe und die Schlafqualität sehr gelitten habe. Und ich habe das dann irgendwann mal auch messtechnisch überprüft und habe eine ganze Zeit lang ja mit so einer Art mobilem EEG, möchte ich es jetzt mal nennen, geschlafen. Also sowas hat man in Schlaflabors auch. Man hat also dann allerlei Elektroden am Kopf, die dann eben dort befestigt sind. Und dann schläft man mit denen und hat dann eben am nächsten Morgen, da ist so ein kleines Gerätchen angeschlossen, das die ganzen Schlafphasen dann eben mitprotokolliert. Diese REM-Phase und die Tiefschlafphase und die Einschlafphase, ne, in der man dann noch so einen Dämmerzustand hat. Und interessant war eben zu sehen, wie sich das dann in verschiedenen Umgebungen verändert hat, also reproduzierbar verändert hat. Also selbst im Schlaf, in dem man nicht mehr bewusst in irgendeiner Form Einfluss auf irgendwelche Messergebnisse nehmen kann, sondern selbst die Anzahl der Tiefschlafphasen oder die Anzahl der oder die Dauer der REM-Phasen hat sich eben so massiv reproduzierbar voneinander unterschieden, dass eben auch da ich gesehen habe, aha, es liegt also nicht an mir, sondern es liegt tatsächlich an der Umgebung, in der ich mich befinde, dass ja, die Schlafphasen eben entweder förderlich oder eben abträglich sich dann dargestellt haben. Und du hast tatsächlich gemerkt, dass also auch in unterschiedlichen Räumen bei dir zu Hause, so habe ich das jetzt verstanden, dass du wirklich massiv unterschiedliche Schlafdaten dann hattest. Und in welchem Raum hast du am besten geschlafen? Ich habe am besten geschlafen in meinem Schlafzimmer, nachdem ich einige Dinge dann verändert habe. Also man weiß, jetzt wird es spannend, denn jetzt kommen wir dann so allmählich zu den Bereichen, die man als baubiologischer Messtechniker tatsächlich dann auch messtechnisch untersuchen und quantifizieren kann und wofür es eben viele, viele ja, verschiedene Quellen geben kann. Im Bereich der Schlafstörungen sind es häufig, außer dem genannten Melatonin, Level und der Melatonin-Synthese, die ja auch durch Blaulicht am Abend unter Umständen eben negativ beeinflusst werden kann. Darum ja auch die Empfehlung der gelben Brillen, damit man eben mehr Melatonin produziert oder so ist es. Genau, schick. Dann mehr. Ich habe gerade eine Blue-Blocker-Brille aufgezogen. Also das ist eben so eine Art Brille, die der Christian gerade erwähnt hat, die Blaulichtfrequenzen rausfiltert und dadurch eben erlaubt, dass unter anderem eben Melatonin nicht gehemmt wird, wie es du gerade beschrieben hast. Genau. Also Licht ist auf jeden Fall das eine, vor allem das abendliche Licht. Ja, also welchen Lichteinfluss habe ich nachts? Schaue ich nachts noch viel in Bildschirme, in LED-Quellen oder halte ich mich in Räumen auf, die von Energiesparlampen oder eben LED-Lampen beleuchtet sind, die einen sehr hohen Blaulichtanteil haben? Dann ist es eben so, also da gibt es eine Menge Studien und auch empirisch lässt sich das in vielen Fällen eben darlegen, dass man danach einen geringeren Melatoninspiegel hat und dementsprechend dann auch länger braucht, um einzuschlafen. Wenn man, ich persönlich, wenn ich eine gelbe Brille abends trage, dann merke ich, dass ich nicht nur müde werde und irgendwie dann auf den Bildschirm starre und die Leistungsfähigkeit nachlässt, ohne müde, also ohne schläfrig zu werden, sondern dass ich dann mit der gelben Brille tatsächlich schläfrig werde und anfange zu gähnen, so wie es früher als Kind ganz normal war, in einem Kindesalter, dass man dann abends einfach immer müder geworden ist und irgendwann einem dann die Augen zugefallen sind. Das lässt sich mit der gelben Brille bei mir und bei vielen meiner Kunden tatsächlich reproduzieren und der Schlaf ist dann eben auch deutlich besser, sowohl also das Einschlafen schneller als auch das Durchschlafen besser. Aber das ist nur ein Faktor. Die anderen Übrigens, Faktoren, kurzer das Einwurf, weil ich habe tatsächlich
nur noch als Zusatzinfo eine Studie gesehen vor einiger Zeit, die gesagt hat, dass Leute, also nicht nur jetzt mit der gelben Brille, sondern generell, wenn sie eben Kerzenlicht zum Beispiel verwenden oder rote Lichtquellen abends, bis zu 60% mehr Melatonin haben und eben die Blaulichtquellen mehr oder weniger eliminieren. Darunter eben dann auch Smartphones und Laptops frühzeitig abschalten. Aber eben, das ist wirklich ein signifikanter Unterschied. Das ist nur so als kleiner Einwurf. Genau. Also das ist der eine Punkt. Und dann gibt es natürlich wiederum sowohl empirische Erfahrungen als auch Studien, die zeigen, dass sich sowohl die Gehirnwellen selber als auch die Schlafzyklen als auch die Melatonin-Freisetzung abends und auch nachts sehr stark beeinflussen lässt von verschiedenen physikalischen Einflüssen, wie zum Beispiel elektrischen Wechselfeldern, magnetischen Wechselfeldern, elektromagnetischen Wellen, wie zum Beispiel die Handystrahlung oder elektromagnetischen Wellen, die eben von WLAN-Routern oder Schnurlostelefonen oder mobilen Basisstationen oder vielen anderen Geräten und Sendern freigesetzt werden, die wir zur Kommunikation nutzen. Und dementsprechend lässt sich das auch beeinflussen. Ja? Wie stark sind wir exponiert? Und da kann jeder selber für sich natürlich Maßnahmen ergreifen, um die persönliche Exposition zu senken. Die Erfahrung zeigt, dass es ganz häufig in sehr, sehr vielen Fällen zu einer Verbesserung der Schlafqualität kommt. Interessanterweise häufig bei kleinen Kindern, die nach einem Umzug in einer neuen Wohnung manchmal nicht mehr schlafen wollen oder nicht einschlafen, sehr unruhig sind. Und natürlich man das als Eltern sehr schnell auf die neue Umgebung, die ungewohnte Umgebung, den Stress etc. zurückführt. Frappierend ist es aber, dass häufig nach einer baubiologischen Untersuchung, einer Hausuntersuchung, einige Dinge verändert werden können, gewisse Faktoren und Expositionslevels einfach reduziert werden können und das Kind auf einmal wie auf Knopfdruck von einem Tag auf den anderen problemlos ein- und durchschläft. Und das ist schon sehr, sehr frappierend. Und die Schlafstörungen sind das eine, das andere sind natürlich auch viele andere Faktoren oder viele andere Symptome, die dann sehr häufig besser werden, wie zum Beispiel der nächtliche Harndrang. Dass also Menschen, die nachts häufig aufstehen müssen, in dem Moment, in dem sie gewisse Dinge beeinflussen, die persönliche Exposition herabgesetzt wird quasi, dass der Harndrang so deutlich nachlässt, dass viele Menschen eben nachts nicht mehr aufstehen müssen, sondern durchschlafen. Und gerade bei kleinen Kindern, die dann auf einmal trocken sind von einem Tag auf den anderen. Es ist einfach, wie gesagt, sehr häufig aufgetreten, sowohl in meinem Kundenkreis als auch bei Kollegen. Das ist wirklich spannend, weil zum Beispiel ich bin auch so eine Person, die, würde ich sagen, unter nächtlichem Harndrang leidet oft und dann mindestens einmal aufsteht. Was hast du ein Element ausgemacht, das dafür letztendlich, also ausschlaggebend ist, oder ist es wirklich eine Kombination dann von verschiedenen Faktoren? Man weiß es nicht ganz genau, weil man die Wirkmechanismen im Körper nicht genau kennt. Letztes Jahr wurde eine Studie durchgeführt von der Penn State University in den USA, wo man Frühgeborene in ihren Brutkästen geerdet hat. Das heißt, man hat die Körperspannung eliminiert und hat dadurch bei allen untersuchten Frühgeborenen eben eine Verbesserung des Vagustonus erreichen können. Das ist ein Indikator für die Funktionsfähigkeit und Regulationsfähigkeit des vegetativen Nervensystems. Man hat also dort den Vagustonus gemessen, wenn ich mich richtig erinnere, auch die Herzratenvariabilität, um einfach zu zeigen, hat das einen Einfluss oder nicht. Und es hatte bei sämtlichen beteiligten Frühgeborenen dort eben einen sehr positiven Einfluss. Und gleichzeitig in dem Moment, in dem man diese Erdung wieder getrennt hat, bei allen wieder die Verschlechterung zurück auf den Ausgangszustand. Das ist ein Faktor. Dort hat man also die sogenannten elektrischen Wechselfelder beziehungsweise eigentlich nur die Körperspannung, die durch diese elektrischen Wechselfelder entsteht, eliminiert. Gleichzeitig gibt es natürlich noch einige andere Faktoren. Es gibt
die elektrischen Wechselfelder, die dann entstehen, wenn irgendwo Spannung anliegt. Also das heißt, im Sicherungskasten ist die Sicherung eingeschaltet. Dementsprechend hat der Stromkreis des Raumes, in dem ich mich befinde, eine Spannung anliegen. Im Normalfall sind das eben in Deutschland 230 Volt, in den USA sind es 110. Diese Spannung, die dort anliegt, also verursacht dann ein sogenanntes elektrisches Wechselfeld, das wir wiederum, weil wir eben leitfähig sind, aufnehmen. Und diese Körperspannung ist dann im gesamten Körper nachweisbar. Draußen in der Natur, auf der grünen Wiese, wäre das dann eben praktisch null. Da ist die Körperspannung identisch mit dem Spannungspotenzial der Erde. Wenn wir in Räumen sind, die elektrifiziert sind, erhöht sich das eben künstlich. Dann gibt es magnetische Wechselfelder, die immer dann entstehen, wenn irgendwo ein Strom fließt. Das kann in der Nähe einer Hochspannungsleitung sein, das kann aber auch in Räumen eben sein. Es gibt allerlei verschiedenste mögliche Emittenten, auch für solche magnetischen Wechselfelder, zum Beispiel ein Handy-Ladegerät oder Trafos, die eben dann körpernah platziert werden. Dann gibt es Funkwellen, ja, allerlei elektromagnetische Wellen, wie eingangs schon kurz mal dargelegt. Dann gibt es elektrische und magnetische Gleichfelder. Es gibt also sehr viele verschiedene physikalische Einflussgrößen, die sich alle gegenseitig beeinflussen, beziehungsweise die Gesamtwirkung ist dann die Summe der Wechselwirkungen der einzelnen Feldeinflüsse. Es ist sehr schwierig zu sagen, das ist der kritischste Einfluss. Wir versuchen immer, zunächst mal an einem Daueraufenthaltsort, wie zum Beispiel an einem Schlafplatz oder an einem Arbeitsplatz, den Status quo der Exposition zu messen, das Ganze also zu quantifizieren, das zu dokumentieren, uns dann zu überlegen, wo kommen diese Felder, Wellen, Strahlungen, jetzt um im physikalischen Bereich zu bleiben, denn wir hatten es ja mit Schlafstörungen, wo kommen die her? Und wie kann ich die letztendlich ursächlich reduzieren? Ja, also nicht irgendwie entstören, harmonisieren. Da gibt es ja auch sehr viele interessante Hersteller von verschiedenen diskussionswürdigen Produkten, sondern es diese Quellen, da kann man also entweder einen Abstand vergrößern, man kann in manchen Fällen mit ganz einfachen Maßnahmen wie Erdungsmaßnahmen solche Dinge dann eben eliminieren. Man kann abschirmen. Es gibt also ganz viele verschiedene Dinge, die man tun kann. Mhm. Nachher können wir vielleicht noch mal kurz sprechen, was jeder für sich zu Hause tun kann, ohne viel falsch zu machen. Gleichzeitig kann man auch sehr, sehr viel falsch machen. Da muss man natürlich Obacht geben. Ich würde sehr gerne bei dem Beispiel Schlafzimmer einfach mal bleiben und vielleicht fangen wir mal so an. Was machst du denn, wenn du, sag mal, einen Kunden hast, der jetzt sein Schlafzimmer optimieren will und du fängst an? So, wie ist der Prozess für dich, angefangen vielleicht mit der Messung, dass du definierst, wo sind die Störquellen und wie du dann vorangehst zur Optimierung? Also ich messe zunächst mal orientiere mich bei meinen Messungen am sogenannten Standard der baubiologischen Messtechnik. Der Standard der baubiologischen Messtechnik ist ein Richtlinienwerk, das alle möglichen Umweltnoxen, also sprich Umwelteinflüsse, die eine biologische Wirkung haben, in Innenräumen klassifiziert, eine Übersicht bietet und gleichzeitig mit den Richtwerten für Schlafbereichen, die zu diesem Standard der baubiologischen Messtechnik gehören, uns baubiologischen Messtechnikern auch eine Möglichkeit geben, dann die Messwerte zu evaluieren, einzuschätzen und eben Verbesserungen dann dementsprechend auch greifbar zu machen. Ich gehe so vor, dass ich mir zunächst mal die einzelnen Punkte dieses Standards der baubiologischen Messtechnik, also sprich diese einzelnen möglichen Einflüsse, einen nach dem anderen vornehme und erstmal schaue, ist dort viel an elektrischen Wechselfeldern, an magnetischen Wechselfeldern, an elektromagnetischen Wellen, an elektrischen und magnetischen Gleichfeldern, ist dort deutlich mehr Radioaktivität als draußen im unbelasteten Bereich. Das heißt, es gibt ja auch kleinräumige Verursacher von erhöhter radioaktiver
Gammastrahlung zum Beispiel, aber auch andere Strahlung. Da gibt es geologische Störungen dort an diesem Schlafplatz. Das sind also verschiedene Bereiche, physikalische, ich sage jetzt mal Themenbereiche oder Bereiche von Umwelteinflüssen, die ich dann zunächst mal sensorisch auch ein Stück weit ja, begutachte. Das heißt, ich mache mir erstmal natürlich mit den eigenen Augen so ein bisschen ein Bild, aber ich komme damit natürlich auch nur ein kleines Stückchen weit. Ich habe dafür eine Menge Messgeräte. Und diese Messgeräte, die werden dann eben jeweils die passenden mit ihren Stärken und Schwächen, die ich dann wiederum kenne, im Wechselspiel ja, verwendet, um diese verschiedenen Einflüsse dann eben zu quantifizieren, um das messbar zu machen, um zu schauen, ist da viel, ist da wenig? Wenn da viel ist, wo kommt es her und was kann ich dagegen tun? Ja, das ist letztendlich der, ja, der Hauptaugenmerk. Ja. Okay, ja, die Geschichte ist ja, dass du stets mit irgendwie 8 Koffern an Equipment anreist und dort dann wirklich alles vermisst. Du hast jetzt vornehmlich von elektromagnetischen Feldern und Wellen gesprochen. Gibt es noch andere Gifte, Stoffe, die du untersuchst? Ja, also wenn es um Schlafstörungen geht, dann sind die elektromagnetischen Komponenten sehr häufig im Vordergrund. Und die stärksten Verbesserungen erziele ich tatsächlich mit der Reduktion dieser verschiedenen physikalischen Umwelteinflüsse. Abhängig von der Symptomatik der Kunden kann es sein, dort das Hauptaugenmerk eher in die chemische oder in die mikrobiologische Richtung zu lenken. Es ist immer so, dass man als Umweltanalytiker ganzheitlich an eine Sache herangeht. Das heißt, man schaut sich eigentlich in einem Innenraum immer die verschiedenen Komponenten an. Das sind die physikalischen, das sind die chemischen, das sind die mikrobiologischen, weil all diese Bereiche, also im chemischen Bereich ist das zum Beispiel gasförmige oder leichtflüchtige Luftschadstoffe wie Formaldehyd oder Lösemittel. Das können aber auch Stäube sein, das können ja, Partikel sein, das können künstliche Mineralfasern sein, das kann Asbest sein. Das kann natürlich eine Schimmelbelastung sein, das können Hefepilzbelastungen sein. Das sind dann mikrobiologische Stoffe, oder? Ja. Genau. Und dort nimmt man dann ebenfalls, je nach Fragestellung, wenn es dort, also manchmal sieht man schon etwas oder riecht schon etwas, ne? Dementsprechend kann man dort Luftproben nehmen, Materialproben nehmen, Staubprobe nehmen und arbeitet dann dort sehr eng mit Laboren zusammen, die dann diese Proben auswerten und wo man dann also Schritt für Schritt ebenfalls sowohl die Belastung quantifizieren kann, als auch, wenn man weiß, was für ein Schimmelpilz ist das? Ist das einer, der, ich sage jetzt mal, nur allergisierend wirkt oder ist das eben auch einer, der Mykotoxine oder sogenannte MVOCs emittiert und dementsprechend auch toxisch wirken kann? Man versucht immer, die Ursachen letztendlich dann auch zu eruieren, die Ursachen abzustellen, aber dann auch die Kontamination dann eben so weit zusammen mit dann anderen Sachverständigen zu reduzieren, dass die biologische Relevanz nicht mehr gegeben ist. Also der Mensch soll letztendlich in seinem Innenraum ein Milieu vorfinden, in dem er, da er sich ja 90% seiner Zeit in Innenräumen aufhält, das ist nicht immer die eigene Wohnung, das ist bei den meisten Menschen dann eben auch x Stunden pro Tag der Arbeitsplatz, das sind ja dann an dritter Stelle auch Fahrgastzellen, ja, das Innere von unseren geliebten Autos oder das Innere von öffentlichen Verkehrsmitteln. Man hat also immer Innenräume und diese Innenräume so bioverträglich, so zuträglich, so gesundheitsförderlich wie möglich zu gestalten, das ist letztendlich die ja, die Zielsetzung. Also da möchte man eigentlich hin. Und Maßstab ist, das wäre dann der Idealfall und da möchten wir so nahe wie möglich ran, Maßstab ist die Natur. Okay, Wahnsinn. Also jetzt gerade fallen mir noch ein paar andere Störfaktoren ein, die ich zum Beispiel in meiner Berliner Wohnung stets erlebe. Und das eine ist eine Lichtverschmutzung. Also ich habe wahnsinnig viel Licht eben auch abends noch, wenn ich es wirklich nicht komplett abdunkle. Und das andere ist Lärm. Sind es auch Faktoren, die du dann misst und einordnest? Sowohl das Licht
und auch der Lärm sind natürlich Stressoren. Also das heißt zum einen, wenn wir zu viel Licht abbekommen, auch da wird die Melatoninproduktion gehemmt. Also, genau, wie wir gerade schon besprochen haben mit den Brillen zum Beispiel. So ist es. Und auch der Lärm, selbstverständlich. Der eine ist mehr, der andere ist weniger lärmempfindlich. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass selbst bei den Menschen, die glauben, der Lärm macht ihnen nichts aus, ein höherer Stresshormonspiegel gemessen werden kann, der dann wiederum relevant sein kann für eine Vielzahl von Abläufen im Organismus bis hin zu Bluthochdruck und anderen Dingen dann eben. Das heißt, ja, auch Schallwellen, Vibrationen, Licht, auch das sind Bereiche, die eben biologisch relevant sind und in Innenräumen eben quantifiziert werden wollen. Und wenn es dort Auffälligkeiten gibt, man dort versucht, die Ursachen zu eruieren und möglichst zu beseitigen oder die Situation auf anderen Wegen zu verbessern. Ich nehme an, dann deine Arbeit ist wahrscheinlich einfacher mit jemandem, der jetzt in einem Haus auf dem Land wohnt oder ein neues Haus baut, als mit jemandem, der zum Beispiel ein Apartment in der Stadt hat. Das, um das mal vorwegzunehmen, es ist so, dass man in 95% aller Fälle 95% der biologisch relevanten Umwelteinflüsse reduzieren kann. Wow. Also ich höre sehr häufig, wir können uns heute ja sowieso nicht mehr schützen. Das und das und das, Punkt, 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 ist überall. Ja. Was willst du denn da machen? Es ist aber nicht so. Also wir können tatsächlich in unserem Umfeld, an dem wir uns am häufigsten aufhalten, so viel tun, um Einflüsse zu verbessern, zu reduzieren. Ich möchte da ein kurzes Beispiel geben. Mhm. Wir in einer frisch renovierten Wohnung sind, in der mit konventionellen Baustoffen gearbeitet worden ist, dann haben wir es häufig, zumindest in den ersten Wochen bis Monaten, mit einem erhöhten Eintrag von verschiedenen leichtflüchtigen Luftschadstoffen zu tun, die, da wir ja pro Tag zwischen 12.000 und 20.000 Liter Luft atmen, dann eben auch den Weg in den Organismus finden und teilweise eben auch gespeichert werden. Die Konzentration solcher Luftschadstoffe können wir aber durch ausgiebiges Lüften massiv reduzieren. Das kostet nichts, bis auf ein klein bisschen Disziplin. Im Sommer haben wir ohnehin die Fenster häufig offen oder gekippt oder halten uns dann auch vielleicht ein bisschen mehr draußen auf. Im Winter ist es wichtig, dass wir regelmäßig lüften und dass wir tatsächlich dann vielleicht uns irgendwelche Reminder setzen oder mit irgendwelchen CO2-Messgeräten so ein klein bisschen uns eine Hilfestellung leisten. Okay, jetzt haben wir einen gewissen Level an CO2, es wird Zeit zu lüften. Wenn wir uns also regelmäßig in Räumen aufhalten und je mehr Personen in diesen Räumen sich aufhalten, umso mehr, desto häufiger sollten wir lüften und damit reduzieren wir auch ganz massiv die Konzentration von Luftschadstoffen. Da ist es nicht relevant, ob wir in der Stadt oder auf dem Land wohnen, denn hier oder da können wir diese Luftschadstoffe in der Raumluft haben. Mhm. Was wir natürlich in Innenstädten mehr haben, in den meisten Fällen zumindest, das ist zum einen der Level von verschiedenen elektromagnetischen Umwelteinflüssen. Wir haben auch an Hauptverkehrsstraßen oder an Kreuzungen natürlich durch den Straßenverkehr verschiedene Stoffe, die wir dann vermehrt in der Luft haben. Wir haben ja jetzt diese Diskussionen hier mit dem Diesel zum Beispiel, gehören aber ganz andere Dinge hinzu. Also Partikel, die aus dem Bereich oder Feinstäube, die aus dem Bereich des Bremsabriebes kommen oder des Reifenabriebes kommen, ja, die eigentlich selten diskutiert oder thematisiert werden, aber die natürlich auch relevant sind. Irgendwo müssen diese ganzen abgefahrenen Reifen ja hin. Ja, und auch die abgefahrenen Bremsen oder die Bremsbeläge, die wir dann immer wieder erneuern, ja, die lösen sich ja nicht in Luft auf. Also auch das ist etwas, was wir natürlich an stark befahrenen Straßen mehr haben als irgendwo draußen in einem kleinen Dörflein. Das ist klar. Aber es gibt durchaus auch Dinge, die auf dem Land wiederum relevanter sind.
Gerade wenn wir uns in der Nähe von konventionell bewirtschafteten, ja, landwirtschaftlichen Nutzflächen aufhalten, oder Weinanbaugebieten, da wird natürlich oder werden natürlich auch Pestizide verwendet und so weiter. Und da hat man höchstwahrscheinlich eine höhere Exposition dort direkt angrenzend an solche Flächen als dann eben irgendwo in der Stadtmitte. Ja. Also es ist abhängig von den Faktoren. Manche sind auf dem Land besser, manche sind eben in der Stadt besser. Es gibt in Städten Orte, die relativ wenig belastet sind. Also selbst Funkbelastungen. Wir haben in der Stadt überall, ich sage jetzt mal, diese mobilen Basisstationen, die sogenannten Handymasten. Und ich habe trotzdem in der Stadtmitte Frankfurt immer wieder mal Orte, an denen ja die Auffälligkeiten, die Strahlungsintensitäten sehr gering sind und vielleicht irgendwo in einer Kleinstadt oder irgendwo weiter draußen auf dem Land, wenn in der Nähe eine Mobilfunkbasisstation ist, dann sind natürlich die Strahlungsintensitäten dort vergleichsweise höher. Also es lässt sich sehr, sehr schwer generalisieren, um deine Frage so ein bisschen zu beantworten. Ne? Ja, das also erinnert mich so ein bisschen an ein Beispiel eines Entgiftungsexperten, der auch hier im Podcast war, der meinte, es wäre wesentlich gefährlicher zu joggen, etwa im Umkreis von 30 Kilometern um eine Fabrik herum, als unmittelbar drumherum, da eben die Schadstoffbelastung dann draußen wesentlich höher ist. Also, dass es nicht unbedingt heißt, dass genau wenn du neben einer Fabrik wohnst, dass es dann umso mehr schadstoffbelastet ist. Das bedeutet es eben nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen, was du gerade erklärt hast. Ja, so ähnlich, genau. Zurück nochmal zum Thema Schlaf, weil das finde ich jetzt einfach spannend und jetzt möchte ich mal annehmen, du bist vielleicht, sagen wir mal, in mein Schlafzimmer in Berlin Mitte, im dritten Stock und hinein gekommen, hast deine Messgeräte ausgepackt und mal eine Stellungnahme gemacht. Und die Analyseergebnisse sind nun da. Was wäre nun die weitere Vorgehensweise? Und wir können hier gern hypothetisch arbeiten, dass, sagen wir mal, diverse WLAN-Netze jetzt, also es ist Wahnsinn, was meine Wohnung durchzogen wird von verschiedenen Netzen und Bluetooth-Geräten. Aber wie würdest du jetzt an die Optimierung herangehen? Wiederum abhängig von den Messergebnissen natürlich, aber jetzt mal rein hypothetisch. Es könnte zum Beispiel sein, dass bei dir im Schlafzimmer, wie es häufig der Fall ist, die elektrischen Wechselfelder sehr kräftig messbar sind, die also herrühren von anliegender Spannung in den Stromkabeln, in den Wänden, also in den Netzzuleitungen, in der Elektroinstallation eben in den Wänden und in den Netzzuleitungen der Geräte, die dann irgendwo noch in die Steckdose gesteckt sind. Ne? Also ein Fernseher, eine Stereoanlage, ein Computer und so weiter, eine Nachttischlampe, die stecken ja normalerweise Tag und Nacht in der Steckdose. Man zieht die ja nicht mehr raus, bleiben ja stecken. Und auch diese Kabel emittieren elektrische Wechselfelder. Jetzt kann es relativ einfach sein. Es kann zum Beispiel so sein, dass bei dir am Schlafplatz der kräftigste Feldemittent relativ häufig die Nachttischlampe ist. Und dass es einen Unterschied macht, wie rum der Stecker in der Steckdose steckt. Wirklich? Das ist für die Funktion völlig irrelevant. Es ist also, ne, wie wir wissen, völlig egal, wie rum wir den Stecker in die Steckdose stecken. Aber für das Feld kann das einen großen Unterschied machen. Es gibt eine feldärmere und eine feldstärkere Steckerposition bei vielen Nachttischlampen, wieder abhängig vom Aufbau. Und auch das kann man messen. Und es kann dann zum Beispiel sein, dass ich sage, Max, diese Nachttischlampe ist oder eine Stehlampe ist hochgradig feldauffällig, aber da reicht es, dass wir den Stecker um 180 Grad drehen und wieder in die Steckdose stecken und siehe da, du hast eine Feldreduktion um 80 oder 90%. Wow. Das ist tatsächlich häufig der Fall. Ja. Es kann auch sein, dass wir, um jetzt bei diesen elektrischen Wechselfeldern zu bleiben, wir müssen dort ein oder mehrere Stromkreise nachts spannungsfrei schalten, um die feldverursachende Spannung in den Kabeln dann eben komplett zu eliminieren. Das kann man machen, indem man die richtigen Stromkreise zum Beispiel am Sicherungskasten abends ausschaltet. In einer kleinen Wohnung geht das, ne, kostenfrei. Man kann aber auch
wenn man das Ganze ein bisschen bequemer haben möchte, dann eben automatisieren lassen von einem Elektriker und dann eben in den richtigen Stromkreisen, und ich sage jetzt mit Absicht immer in den richtigen, weil es ist in vielen Fällen nicht nur die Schlafzimmer, der Schlafzimmerstromkreis oder die Sicherung für den Schlafzimmer, Stromkreis, sondern oftmals eine Kombination von verschiedenen Sicherungen, weil die einzelnen Stromkreise und die Felder, die dann dort entstehen, sich gegenseitig verstärken oder auch kompensieren können aus verschiedenen physikalischen Gründen. Und man kann dann eben im Sicherungskasten zum Beispiel solche Netzfreischalter installieren, die dann automatisch in dem Moment, in dem ich den letzten Verbraucher in einem Stromkreis ausschalte, also der letzte, der das Licht ausmacht, ne, schaltet dann automatisch dieser Netzfreischalter oder Netzabkoppler, wie er auch heißt, im Sicherungskasten diesen Raum, diesen Stromkreis spannungsfrei, und ich habe kein Feld mehr. Oder es sind eben mehrere Stromkreise, die geschaltet werden, und ich habe dann kein oder nur noch ein sehr geringes Restfeld, das eben dann biologisch weniger relevant ist. Also da kann es zum Beispiel sein, dass wir dann sagen, gut, lieber Max, schalt bitte die Sicherung Nummer 3, 7 und 9 nachts aus, und dann hast du statt 2000 Millivolt Körperspannung nur noch 10 und bist dann in einem Bereich, den selbst wir Baubiologen aus kritischer Sicht als unauffällig bezeichnen würden. Und es kann dann also durchaus sein, dass du eine, also zumindest ist das erfahrungsgemäß so, dass du dann dort eine Veränderung deiner Schlafqualität erfahren kannst. Gleichzeitig kann es dann zum Beispiel sein, dass wir sagen, dein WLAN, der WLAN-Router ist ganz in der Nähe, ne, deines Schlafzimmers oder steht vielleicht sogar im Schlafzimmer, ja, bei vielen Studenten. Ich sage jetzt mal, ich weiß noch, wie das zu meinen Studienzeiten war, da haben wir uns da noch nicht so viele Gedanken gemacht und hatten eben allerlei funkende Geschichten dann dauernd eingeschaltet. Und da kann es also durchaus sein, dass ich empfehle, diesen WLAN-Router per Zeitschaltung, das kann man ja heute ganz, ganz komfortabel machen, nachts eben die WLAN-Funktionalität, die WLAN-Strahlung auszuschalten. Ja. Und morgens schaltet er sich dann irgendwann automatisch wieder an. Ja. Noch besser wäre es natürlich, ich verzichte auf den Funk und betreibe meine Geräte per Kabel. Aber wenn das nicht gewünscht ist, dann ist es zumindest ratsam, in der Nacht auf diesen Funk dann eben zu verzichten. Und ich zitiere jetzt hier an der Stelle mal das Umweltbundesamt, das in der Presseinformation Nummer 36 2013, also aus dem Jahr 2013, gesagt hat: Access Points, WLAN-Router und Basisstationen von Schnurlostelefonen kommen am besten in den Flur oder in einen anderen Raum, in dem man sich nicht dauernd aufhält. Schlaf- und Kinderzimmer sind dagegen nicht geeignet. WLAN-Router lassen sich abschalten, wenn man sie nicht benutzt. Besonders nachts ist das empfehlenswert. Sagt also offizielle Stelle, Umweltbundesamt, Presseinformation Nummer 36 2013. Ist also ganz, ganz interessant. Wahnsinn, schon 2013, und ich glaube, es sind sich bestimmt, also ein Großteil der Leute, nicht bewusst, dass erstens so eine Warnung besteht und zum anderen, wie schädlich eigentlich diese Strahlung letztendlich auch ist. Es ist natürlich relativ schwierig, da eine Korrelation zu einer Kausalität zu machen. Ja, aber im letzten Jahr, das war im ersten Quartal 2017, hat die Deutsche Angestelltenkrankenkasse eine Studie veröffentlicht oder eigene Statistiken veröffentlicht und dann dort eben gesagt, dass inzwischen, ich glaube, 80% aller bundesdeutschen Erwerbstätigen unter Schlafstörungen leiden, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und dass das ein Anstieg um ungefähr 60% oder 66% in den vorangegangenen, ich glaube, 6 Jahren waren. Also das heißt, innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, von 2011 bis 2017 eben ein Anstieg um knapp 2/3. Ja, 80% Schlafstörungen, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Gleich ist es so, und jetzt komme ich dann auf diese Korrelation zu sprechen, haben wir seit 2007 den Siegeszug der Smartphones. 2007 war das erste tatsächlich vernünftig mit einer guten Usability versehene Smartphone, internetfähige Smartphone, und zwar das allererste iPhone, genau. Davor gab es ja allerlei, ne?
allerlei Versuche von den Herstellern, die Usability so weit zu gestalten, dass man irgendwie auch ein bisschen online sein konnte. Es ist ihnen aber nicht gelungen. Und erst Steve Jobs ist es dann eben mit dem iPhone gelungen, tatsächlich das Internet für die Hosentasche salonfähig zu machen. Und seither ist der Markt eben explodiert. Handys, klassische Handys gibt es praktisch nicht mehr. Es gibt also eigentlich nur noch Smartphones. Und die meisten Menschen haben diese Smartphones so eingestellt, dass sie eigentlich Dauerstrahler sind. Und da ist es also so, dass die alten Handys, die wir früher hatten, die eben telefoniefähig und SMS-fähig waren, das waren keine Dauerstrahler. Das heißt, die haben zwar in dem Moment, in dem sie ins Mobilfunknetz eingewählt waren, also angemeldet waren in einer Zelle, haben die eben, wenn sie stationär irgendwo rumgelegen sind, ich sage jetzt mal alle Viertelstunde, alle halbe Stunde ein kurzes Funksignal an die Mobilfunkbasisstation, an das Netz quasi, an den Provider gegeben, so nach dem Motto, hallo, ich bin noch da, falls jemand anruft, falls mich jemand sucht, ne, ich bin erreichbar. Heute ist das anders. Bei den Smartphones haben wir also eine Vielzahl anderer Funkdienste, die wir im Normalfall alle aktiviert haben. Also die meisten, ich sage jetzt mal, unbedarften User haben ihr WLAN eingeschaltet, haben ihr Bluetooth eingeschaltet und haben auch die mobilen Daten eingeschaltet. Und sind dadurch immer online. Das hat natürlich den funktionellen Vorteil, dass sie ja ihre Push-Nachrichten bekommen können, dass sie per WhatsApp dauernd erreichbar sind und natürlich alles in Echtzeit geschieht. Das hat den, also aus baubiologischer Sicht, den gewissen Nachteil, dass wir eben eine permanente Strahlenintensität haben. Und zwar haben Kollegen von mir Messungen durchgeführt, Langzeitmessungen, die also dann gezeigt haben, Smartphone mit aktivierten mobilen Daten und Smartphone mit deaktivierten mobilen Daten und wie häufig dann dort es eben zu einer Sendetätigkeit des Smartphones gekommen ist. Und bei aktivierten mobilen Daten ist es eben so, dass Betriebssystem und installierte Apps dauernd kommunizieren mit dem Internet sozusagen. Und dementsprechend, wenn das dann in der Nacht mit eingeschalteten mobilen Daten unterm Kopfkissen liegt, also auch noch in ein paar Zentimetern Entfernung von uns, dann liegt die Vermutung dann doch recht nahe, dass das möglicherweise auch der Schlafqualität nicht zuträglich ist. Auch da wiederum, die Empirie zeigt, dass viele Menschen, die eben das Smartphone nachts in Flugmodus schalten oder zumindest eben die Dauerstrahler deaktivieren, wie die mobilen Daten, Bluetooth, WLAN etc. oder auch die hohe Standortgenauigkeit per WLAN und per Zelle, per mobilen Daten, wenn das deaktiviert ist und gleichzeitig das Smartphone eben nicht im Bett positioniert wird, und das macht ja auch noch ein kleines bisschen an magnetischen Wechselfeldern und anderen Dingen, wenn das also im Flugmodus ist oder zumindest die Dauerstrahler ausgeschaltet sind und dann ein gewisser Abstand hergestellt wird, ja, dann sollte man dann hat man eine Reduktion der Strahlenintensität größenordnungsmäßig 90% erreicht. Also es gibt vieles, was man tun kann, um dann dort diese Einflüsse zu reduzieren, ohne auf die Funktionalität zu verzichten, angerufen werden zu können. Ja, ich kann nämlich auch, wenn die mobilen Daten ausgeschaltet sind, angerufen werden. Viele Menschen wissen das nicht und denken, die mobilen Daten sind notwendig, um angerufen zu werden. Das stimmt so nicht. Die mobilen Daten sind nur dafür notwendig, oder die Aktivierung der mobilen Daten ist nur notwendig, damit ich online bin. Das heißt, damit meine Apps, WhatsApp und die ganzen anderen Messenger-Dienste zum Beispiel, dann eben in Echtzeit, die Echtzeitkommunikation eben möglich ist. Das heißt, ich meine Messages direkt bekommen kann, in dem Moment, in dem sie der Sender versendet, und nicht erst eine halbe Stunde später, wenn ich dann die mobilen Daten aktiviert habe. Ja. Also das heißt, da gibt es verschiedene Abstufungen und es gibt viel, was der Einzelne dann sozusagen eben dort tun kann. Macht es einen großen Unterschied zum Beispiel auch, wenn ich das Handy in der Hand habe und telefoniere oder wenn ich es eben vor mir liegen habe und es auf Lautsprecher tue, was mittlerweile auch immer mehr Leute machen
oder in dem Sinne vielleicht noch ein Headset tragen? Also wie hoch die biologische Relevanz ist bei einem Handy, das ich in der Hand halte, kann niemand sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass mit zunehmendem Abstand die Strahlenintensität eben exponentiell abnimmt. Das heißt, jede 5 oder jede 10 Zentimeter Abstand zwischen meinem Körper und dem eingeschalteten Handy während eines Gesprächs oder während eines Surfen führt zu einer geringeren Strahlungsexposition. Ein Headset ist sinnvoll, wird auch empfohlen, wobei es das Phänomen der sogenannten Wellen, der hochfrequenten Wellenweiterleitung geben kann, durch den also die hochfrequenten elektromagnetischen Wellen auch über das Kabel, ein Teil dieser Strahlung dann eben über das Kabel auch weitergeleitet werden kann, dann direkt in den Gehörgang hinein. Es gibt wohl Headsets, bei denen die letzten paar Zentimeter pneumatisch funktionieren. Das sind also dann Luftschläuche. Und damit ist dann dieser Effekt eben ab einem gewissen Punkt sozusagen unterbunden und die Strahlung gerät nicht mehr bis an die Ohren. Ja, eine andere Möglichkeit wäre dort ähnlich wie bei VGA-Kabeln. Man kennt das ja bei den Monitorkabeln, dass da so ein dicker Knubbel dran ist. Es gibt auch die Möglichkeit mit sogenannten Klappferritkernen, die man im Elektrohandel findet, die man dann dort am Headset-Kabel befestigt, diesen Effekt der Wellenweiterleitung eben zu dämpfen. Aber ja, prinzipiell, ich halte mein Handy auch, wenn ich denn dann ein Gespräch führe und ich versuche mich kurz zu fassen, ich halte das Handy dann dementsprechend auch in der Hand, Freisprechfunktion, und halte mir das möglichst nicht direkt ans Ohr. Es gibt wohl auch Hersteller, die dort im Kleingedruckten in ihrer Bedienungsanleitung tatsächlich schreiben, man möge es nicht direkt am Körper tragen, ja, sondern einen gewissen Abstand einhalten. Also das Thema ist schon sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Wenn du hast nämlich vorhin erwähnt, beim Schlafen macht es Sinn, das Handy in Flugmodus zu schalten und wegzulegen. Macht es Sinn, dann es komplett aus dem Raum zu entfernen? Oder nur, weil ich nehme an, die meisten haben es trotzdem im Flugmodus dann auf dem Nachttisch. Oder macht es nochmal einen großen Unterschied? Ist dann wirklich. Wenn das Handy im Flugmodus ist und dann dadurch dementsprechend alle Funkverbindungen getrennt sind, ist es tatsächlich so, dass dieses Handy keinerlei Strahlung, also elektromagnetische Wellen mehr emittiert. Es sei denn, ich habe, nachdem ich den Flugmodus aktiviert habe, manuell nochmals die Bluetooth-Funktionalität oder die WLAN-Funktionalität eingeschaltet. Ich kann also auch im Flugmodus trotzdem mein WLAN einschalten. Könnte ich dann aber, wenn ich es so machen möchte, wie von mir vorhin geschildert, dann eben möglichst nicht tun, oder wenn, dann eben nicht vergessen, es vor dem Schlafengehen dann wieder auszuschalten. Also insofern macht es keinen Unterschied, wenn ich einen Flugmodus einschalte und dann das Handy ein kleines Stückchen weglege, einen halben Meter, dann habe ich da sicher keinerlei biologische Relevanz mehr in irgendeiner Form. Okay, also nochmal zusammenfassend, wenn ich jetzt mein Schlafzimmer optimieren will und, sagen wir mal, im ersten Schritt meine Sicherungen ausschalte, meinen WLAN-Router in eine Zeitschaltuhr mit der zusammen integriere, damit über Nacht das WLAN sich ausschaltet, den WLAN-Router zudem aus dem Zimmer entferne, mein Handy in den Flugmodus schalte und ein paar Zentimeter weglege, dann bin ich schon mal auf einem guten Weg. Dann habe ich mit Sicherheit einige der häufigsten Strahlenquellen reduziert, wobei, wie gesagt, mit den Sicherungen, da ist es so, dass man eigentlich erst nach einer erfolgten Messung sagen kann, welche Kombination von Sicherungen zu der größtmöglichen Reduzierung von elektrischen Wechselfeldern oder Reduzierung der Intensität der elektrischen Wechselfelder führt. Es kann in seltenen Fällen auch tatsächlich so sein, dass ich eine Sicherung ausschalte und die Feldintensität wird stärker. Auch das kann passieren. Ah, okay. Ja. Ja, du hast ja auf deinem Blog bzw. auf deiner Webseite auch geschrieben, dass eigentlich die einzige
Elektronik, die man nachts in seinem Schlafzimmer haben sollte, die Taschenlampe ist, die batteriebetriebene. Das mit der Taschenlampe, es ist so, wenn ich, und das empfiehlt übrigens auch, ich glaube, das ist die österreichische Ärztekammer in ihrem, da gibt es ein Dokument im Internet, das ist als Leitfaden für den Umgang mit elektrosensiblen Patienten, glaube ich. Ich möchte mich da jetzt nicht festnageln lassen, aber es gibt ein Dokument herausgegeben von der österreichischen Ärztekammer, das im Internet abrufbar ist oder war, dass tatsächlich eben den behandelnden Ärzten oder den Mitgliedern der Ärztekammer empfiehlt, im Umgang mit Menschen, die möglicherweise auf magnetische und elektromagnetische Komponenten reagieren, dass man dort eben Sicherungen ausschaltet und aber gleichzeitig, dass dann empfohlen werden soll, nachts zumindest eine Taschenlampe zu verwenden, damit man nicht, weil es dunkel ist, sich irgendwie verletzt, stolpert, ähnliches. Ne? Also so ist das zu sehen. Okay. Also ich glaube, jetzt haben wir schon mal das Thema Strahlung im Schlafzimmer behandelt. Jetzt angenommen, du hast ein Schlafzimmer vor dir, das strahlungstechnisch schon recht frei ist. Gehst du da noch weiter vor oder sind es dann nur noch so Detailfragen, die dann geklärt werden? Oder gibt es da nochmal eine nächste Baustelle, die du dir anschaust? Also immer abhängig natürlich von der Zielsetzung. Prinzipiell, ganzheitliche Herangehensweise, es ist immer wichtig, dass sowohl die physikalischen Bereiche, das heißt der sogenannte Elektrosmog, also eben diese fünf verschiedenen eingangs genannten physikalischen Bereiche geklärt sind und dort die Intensitäten so weit wie möglich reduziert werden. Dann den Bereich der Radioaktivität, beziehungsweise des Edelgases Radon dort zu klären, dann die geologischen Störungen zu untersuchen, zu messen und Auffälligkeiten nachzugehen, dann genauso den Bereich der Schallwellen des Lichtes, wie eingangs schon besprochen, und dann eben alles, was in der Luft oder über die Luft übertragen wird und den Weg in unseren Organismus findet, wie eben zum Beispiel Formaldehyd oder Lösemittel oder Pestizide oder Schwermetalle, Partikel, Fasern. Das Raumklima ist ein wichtiger Punkt, ja, die Raumluftqualität, aber auch das Raumklima an sich. Wie warm ist es? Wie feucht ist es? Also wir sollten darauf achten, dass wir in wohltemperierten Räumen schlafen, nicht zu warm, nicht zu kalt, gleichzeitig aber auch die Luftfeuchtigkeit im Auge behalten. Die Luftfeuchtigkeit sollte nicht zu hoch sein, denn dann haben wir natürlich möglicherweise ein mikrobielles oder mikrobiologisches Problem früher oder später in Form von Schimmel zum Beispiel. Es sollte nicht zu trocken sein, denn je trockener die Luft, desto höher zum Beispiel, desto intensiver die elektrischen Gleichfelder, aber desto mehr werden auch die Schleimhäute zum Beispiel beansprucht und desto mehr ja, ist dann auch der Bereich des Feinstaubes dann wiederum im Vordergrund. Im Bereich der Mikrobiologie haben wir da die Schimmelpilze, die Hefepilze, die Bakterien. Wir haben auch andere Allergene. Momentan fliegen ja eine Menge Pollen durch die Luft. Es gibt momentan ganz, ganz interessante Videos im Internet, richtige Pollenstürme teilweise, wo Da also wollte ich dich dann noch dazu fragen, weil das ist ein Riesenthema gerade bei uns, Thema Allergie, genau, ob das dann eben auch damit angegangen werden kann. das kann auch damit angegangen werden und ist natürlich auch Teil davon, selbstverständlich. Gerade wenn ein Kunde sagt, er leidet in seinen vier Wänden unter gewissen Symptomen, die dann eher dem allergischen Formenkreis zuzuordnen sind. Oder wenn ein Mediziner jemanden an mich verweist, der dann ja, Beschwerden aus dem allergischen Formenkreis hat, dann geht man dem natürlich auch nach. Man hat also da schon die Möglichkeit, zum Beispiel Staubproben zu nehmen oder direkt anzeigenden Tests ein Stück weit sich eine Orientierung zu verschaffen, Labore zu Hilfe zu ziehen und versuchen natürlich dort Entlastung zu schaffen. Das ist gerade jetzt im Bereich der Zeit des Pollenfluges in den eigenen vier Wänden
ratsam, wenn Allergiker zum Beispiel einen Staubsauger mit sogenanntem HEPA-Filter verwenden. Genauer gesagt, einen Staubsauger mit sogenanntem HEPA-Abluftfilter. Also das heißt, der Staubsauger, der saugt ja vorne die ganzen Allergene hinein. Und es ist also durchaus möglich, dass er zum Beispiel im Bereich der Schimmelsporen, die sind eben sehr klein, dass die hinten wieder rausgepustet werden. Und dass man also dadurch keine Reduktion der allergenen Belastung durch das Staubsaugen erfährt, sondern eigentlich nur eine Umverteilung. Und da ist es sinnvoll, dass man also einen Staubsauger sich anschafft mit sogenanntem HEPA-Abluftfilter. Das ist also ein ganz feiner Filter, der dann hinten die Abluft wiederum filtert und dadurch die Konzentration von Allergenen im Staub oder dadurch natürlich dann auch in der inneren Raumluft deutlich reduziert. Bei den Pollen ist es so, klar, die lagern sich natürlich dann auch irgendwo ab und man kann sie dann wegsaugen, sodass sie dann auch wirklich weg sind und im Staubsaugerbeutel verbleiben. Und es gibt sogenannte HEPA-Luftfilter oder Luftreiniger, die man dann zum Beispiel 2, 3 Stunden vorm Schlafengehen mal im Schlafzimmer laufen lassen kann auf höchster Stufe und die dann tatsächlich die Schlafzimmerraumluft so weit von Allergenen befreien, dass auch ein Allergiker es da drin dann wieder deutlich besser aushält. So also arbeitet man bei Schimmelsanierungen zum Beispiel. Ne? Man versucht das. Bitte? Wie heißen die diese Filter, diese Raumluftreiniger? HEPA-Luftfilter oder HEPA-Luftreiniger. Also HEPA schreibt sich Heinrich, Emil, Paula, Anton. Ne? Also HEPA, HEPA. Also vom Genau. Staubsauger kenne ich es, aber ich wusste nicht, dass die auch noch Raumluftreiniger herstellen. Aber interessant, ja, weil das ist wirklich ein Thema auch für mich. Ich habe auch immer wieder mal meine Allergieschübe jetzt zum Frühjahr und dann im Sommer, wenn die Birken ihre Pollen versprühen. Vor allem. Und da ist es echt, glaube ich, sehr angenehm, wenn man eben nach Hause kommt und dann eine allergenfreie Luft vorfindet. Auch wenn man eben hin und wieder dann mal durchlüftet, wie du schon eben zu Anfangs empfohlen hast. Und dann im Nachhinein, kurz vorm Schlafengehen, idealerweise nochmal die Luft komplett durchreinigt. Dann ist man da schon auf einem wesentlich besseren Weg wieder. Auf jeden Fall. Also es gibt immer Mittel und Wege, Belastungen zu reduzieren, völlig egal, ob das mikrobiologisch, chemisch oder physikalisch ist. Also Was siehst du denn in deiner Arbeit am meisten? Was ist die größte Art der, also neben der Strahlung, die haben wir jetzt ja schon, würde ich sagen, im Detail einmal behandelt, aber was sind neben der Strahlung noch andere Elemente, die du besonders häufig siehst, der Also Belastung? es ist tatsächlich so, dass der Bereich der Mikrobiologie in letzter Zeit zunimmt, weil die Häuser immer dichter werden und weil die meisten Menschen einfach deutlich zu wenig lüften. Es ist wirklich so, dass es sehr schwierig ist, die Kunden davon zu überzeugen, häufiger und regelmäßig zu lüften. Die meisten lüften eben sehr, sehr selten, ja, vielleicht mal einmal oder vielleicht zweimal am Tag. Ja. Aber jedenfalls nicht so häufig, wie man es tun sollte, wenn man sich dauernd in den Räumen aufhält. Also wenn ich zu Hause bin, dann lüfte ich tatsächlich meine Wohnung, ich sag mal so alle 2 bis 3 Stunden komplett durch. Ich persönlich mache das. Ich mache das natürlich nicht, wenn ich nicht zu Hause bin. Dann ist ja klar. Aber wenn ich zu Hause bin, dann mache ich das, weil ich eben weiß, dass ich damit mir was Gutes tue, Luftschadstoffe weglüfte. Und Kohlendioxid weglüfte, das ich ja selber produziere durch meine Atmung. Ja, die Ausatmungsluft ist sehr kohlendioxidreich. Also das heißt, was man häufig sieht, sind natürlich vor allem ungelüftete Räume, wo man, wenn man in den Raum oder in ein Haus hineinkommt, schon einen charakteristischen Geruch wahrnimmt. Und charakteristische Gerüche sind in vielen Fällen oder deuten in vielen Fällen schon mal auf, ja, auf zu seltenen Luftaustausch, das heißt zu seltenes Lüften hin. Denn wenn häufig regelmäßig gelüftet werden würde, dann würde die Luft ja drinnen praktisch genauso riechen wie draußen. Ja. In dem Moment, in dem die Luft drinnen ein bisschen anders riecht, einen charakteristischen Geruch hat, weiß man ja, da hatte irgendein Stoff Zeit, sich anzureichern, bis er dann eben wieder als Geruch auftritt. Und ja, dementsprechend
ist das also etwas, was sehr, sehr häufig anzutreffen ist, ja? Also schlechte Luft. Und auch immer wieder mal mikrobiologische Belastungen. Ja? Das ist tatsächlich eben auch ein Punkt. Also die Schimmelpilze ist das, was wir häufig sehen oder was in aller Munde ist natürlich und was man auch direkt erkennt, ja, als dunklen oder farbigen Bewuchs an den Wänden. Aber woran wir zum Beispiel nicht denken, das ist auch die Verkeimung mit, ja, mit Biofilmen, die bakteriellen Ursprungs oder auch ja, durch Hefepilze verursacht werden können. Zum Beispiel bei Kühlschränken. Also wenn man sich bei einem Kühlschrank zum Beispiel mal hinten die Abtauschschale anschaut, das machen eigentlich die wenigsten Leute. Die sehen die Abtauschschale eigentlich nur, wenn sie mal, weiß ich nicht, wenn der Kühlschrank kaputt ist und man einen neuen kauft. Und dann sieht man, dass da hinten irgendwas so ganz seltsam ausschaut und ganz, ganz verkeimt ist. Das ist diese Abtauschschale, ja, die hat dann schon fast so ein Eigenleben. Und diese Abtauschale ist ja, ich meine, das ist ja so ein Kreislauf. Wir haben also hinten so eine Rinne im Kühlschrank, wo also das Kondenswasser abfließen kann. Und da gibt es also eine Verbindung zwischen dem Kühlschrankinneren und dieser Abtauschale. Das heißt, wenn die Abtauschale verkeimt ist und ich öffne die Kühlschranktür und habe dementsprechend also eine Sogwirkung, dann ziehe ich natürlich auch die Keime dann dementsprechend durch diese Verbindung in das Kühlschrankinnere hinein. Und wenn ich dann dort Essen offen rumstehen habe, ja, dann sedimentieren sich dann eben die lustigsten Dinge dort ja, auf meinen Nahrungsmitteln. Sollte man möglichst nicht machen. Das heißt, Abtauschschale zum Beispiel sollte man regelmäßig oder sollte man ja, regelmäßig reinigen. Und wenn sie dann mal gereinigt ist, dann kann man da immer wieder mal zum Beispiel mit Essigessenz arbeiten. Man kann also zum Beispiel mal, also ich persönlich mache das so und hatte bis jetzt da noch keinen Nachteil. Ich möchte jetzt nicht, wenn da irgendein Kühlschrank da allergisch drauf reagiert, dann dort der Verursacher sein wollen. Aber ich habe das also selber regelmäßig gemacht und empfehle das auch meinen Kunden, da ein bisschen Essigessenz hineinzugeben in diese Abtauschschale, weil so natürlich dann dementsprechend das Milieu für mikrobielles Wachstum in der Abtauschschale immer wieder so weit unattraktiver wird, dass sich dort dann eben nicht mehr so schnell was sammelt. Das gleiche gilt für die Waschmaschine. Das ist auch ein ganz typisches Beispiel. Diese Schublade, wo man also das Waschmittel hineinschüttet. Ne? In den meisten Haushalten ist vor einer baubiologischen Untersuchung, also danach ist es dann hoffentlich anders, weil ich diese Tipps dann loswerde, aber vor der baubiologischen Untersuchung, wenn man diese Schublade mal herausnimmt und da mal reinguckt oder mit der Taschenlampe reinleuchtet, dann sieht das in den meisten Haushalten schon sehr, sehr spannend aus. Also spannend heißt, da hängen schon so richtig so Fäden runter, ja, oder es ist auf jeden Fall verfärbt, unappetitlich. Wenn man das regelmäßig säubert, und zwar richtig schön säubert, einmal dann ordentlich sauber macht und auch diese Gummilippe an der Luke, die man aufmacht, die untere Gummilippe, dass man schaut, dass die also immer sauber ist und das einmal ordentlich desinfiziert, hin und wieder dann auch mal bei 90 Grad einen Waschgang durchführt, damit eben es zu einer Desinfektion dann innerhalb der Waschmaschine kommt. Und man dann nach jedem Waschgang oder beziehungsweise nach jedem, wenn es mehrere Waschvorgänge sind, dann natürlich nach dem letzten Waschgang, die Tür offen stehen lässt, die Gummilippe auswischt, die Schublade herausnimmt, dann auch innen mal so ein bisschen mit Küchenkreppe trocken tupft, und dann auch die Schublade draußen trocknen lässt, dann hat man natürlich diesen Organismen, die dann dort wachsen wollen, die Feuchtigkeit entzogen und damit eine ganz wichtige Wachstumsgrundlage. Ja. Und das ist eben also ein weiterer ganz, ganz wichtiger oder ganz, ganz typischer Bereich in Innenräumen, der auffällig ist oder auffällig sein kann. Spülmaschinen, genau das Gleiche, der Abfluss unten durch die ganzen Essensreste. Ja, das ist nicht immer ganz appetitlich, aber das ist eben das, was wir so tun. Wir benutzen eben all die Geräte, die meisten von uns, ohne sich diese Gedanken zu machen. Und ja, also auch das kann natürlich dann eine biologische Wirkung entfalten. Ja, also generell Hygienebereiche und auch
Bereiche, in denen Nahrungsmittel gelagert werden, geschnitten werden. Ganz, ganz wichtig, da eben auf eine penible Hygiene zu achten. Jetzt hast du vermehrt von Stoffen gesprochen, die unserer Gesundheit eher abträglich sind. Empfiehlst du auch Stoffe, zum Beispiel jetzt auch Eigengerüche, die vielleicht zuträglich sind? Und zwar, ich denke hier speziell an Zirbenholz. Wir haben einen Doktor aus Österreich in unserem Netzwerk, der ein Buch auch geschrieben hat über Zirbenholz und den positiven Einfluss auf die Gesundheit. Hast du Erfahrung mit solchen Stoffen und ätherischen Ölen und Düften? Habe ich nicht. Also zumindest nicht mit Zirbenholz, keine direkten Erfahrungen. Es gibt wohl Menschen, die diese Gerüche als sehr, sehr positiv empfinden und für die es dann dementsprechend ein Zugewinn an Lebensqualität ist oder sein kann. Gleichzeitig gibt es auch Menschen, die auf Terpene, das sind ja natürliche Lösemittel oder Lösemittel natürlichen Ursprungs, beziehungsweise leichtflüchtige Luftschadstoffe, sogenannte VOCs natürlichen Ursprungs, die darauf eben allergisch reagieren. Also auch diese natürlichen Terpene können bei manchen Menschen Allergien auslösen. Dementsprechend muss das jeder mal für sich selber testen und getestet haben, wenn es dort zu Reaktionen kommt. Und das ist dann wiederum mein Aufgabengebiet, biologische Wirkungen von Einflüssen in Innenräumen eben zu begutachten und zu bewerten. Ich habe also keine Erfahrung mit Zirbenholz. Aber was ich eben sagen kann, ist, dass da in Innenräumen generell auch natürliche Stoffe bei manchen Menschen Allergen wirken können, ja, auch Zitrusöle oder Ähnliches. Ah, okay. Ja, spannend. Also Christian, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hatte jeder Lust, mal deine Dienstleistung zu buchen und dich nach Hause zu kommen zu lassen. Besonders, also ich hätte richtig Lust, das mal alles durchzuchecken. Bietest du deine Dienstleistung generell eigentlich für alle Art von Wohnungen an oder fokussierst du dich auf einen bestimmten Bereich? Meistens sind das, ist das private Umfeld. Das heißt, das sind entweder Bestandswohnungen oder Häuser im Bestand, die dann eben dort untersucht werden und wo eben dann eben ja, die verschiedensten biologisch relevanten Umwelteinflüsse untersucht werden und Sanierungsempfehlungen, falls notwendig, ausgesprochen werden. Teilweise sind das aber auch Bauprojektbegleitungen, wo also im Neubau oder vor dem Neubau oder im Zuge von Renovierungs- oder Sanierungsmaßnahmen eben der Baubiologe hinzugezogen wird. Das können aber auch Arbeitsplätze sein, also Büroräume sein, wo sich jemand eben dann länger aufhält und wissen möchte, gibt es dort etwas, was eher zuträglich oder eher abträglich ist. Und das Abträgliche sollte dann eben wiederum möglichst quantifiziert werden und die Ursachen dann dort benannt werden und dementsprechend auch Strategien zu einem gesünderen Arbeitsumfeld erarbeitet werden. Also um es kurz zu machen, es gibt eigentlich nicht das typische Projekt oder es gibt auch nichts, wo man sagen kann, dass das ist sehr untypisch. Es ist ein Tätigkeitsfeld, in dem man täglich neu überrascht wird. Gibt es ein Projekt, das dich besonders fasziniert hat oder besonders herausgefordert hat, von dem du erzählen willst? Jedes einzelne auf seine eigene Art und Weise. Okay, also ich fand beeindruckend, dass du so viele Testimonials ja auf deiner Seite auch hast, die man sich alle durchlesen kann, von eben den unterschiedlichsten Fällen. Und man kann ewig nach unten scrollen und das macht unglaublich Spaß. Also ich habe mich, glaube ich, fast durch alle durchgelesen. Das nur mal so. Aber Entschuldigung, ja, ich habe dich unterbrochen. Also es ist tatsächlich so, dass jedes Projekt immer wieder neu ist. Also das heißt, man kommt eigentlich in eine Immobilie hinein und muss erstmal die Immobilie kennenlernen. Und erstmal schauen, ja, welche Auffälligkeiten gibt es hier möglicherweise. Und man muss natürlich immer wieder versuchen, nichts zu übersehen. Wenn man Auffälligkeiten feststellt, muss man natürlich immer wieder schauen, vom Erfahrungsschatz und auch immer eine gewisse Neugierde, das ist natürlich immer so ein bisschen Detektivarbeit. Und gerade wenn man mit reproduzierbaren Methoden arbeitet, also mit Messgeräten, dann ist das eine, äh, ein, ein,
ein spannendes und gleichzeitig sehr, sehr abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Ein Testimonial habe ich noch nicht auf der Webseite, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, es online zu stellen. Aber das war sehr interessant und das würde ich ganz gerne jetzt kurz erzählen. Also ein Fallbeispiel. Es war eine Dame, die gute war wohl schon ungefähr 80 Jahre alt und litt unter Schlafstörungen, also massiven Schlafstörungen. Sie hat nach eigenem Bekunden keine Nacht länger als irgendwie 2-3 Stunden geschlafen. Und dementsprechend ging es ihr eben auch. Das Ganze, diese Schlafstörungen, die hatte sie schon seit Jahrzehnten. Und das war aber immer nur in ihrer Wohnung der Fall. Also sie hatte noch eine Ferienwohnung. Und in der Ferienwohnung ging es ihr blendend. Und da schlief sie dann 7 oder 8 Stunden durch. Also das heißt, es lag nicht an ihr, sondern wohl eher am häuslichen Umfeld. Und als ich dann da ankam, da hat dann ihr Mann mir schon so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass er also eher nicht glaubt, dass das am Hause liegen könnte. Er war also der Architekt des Hauses. Und war noch ein paar Jahre älter als sie, glaube ich. Und habe mir dann also dann dort diesen Schlafraum angesehen und habe direkt ein paar Dinge festgestellt. Also ganz typisch kräftige elektrische Wechselfelder, auch magnetische Wechselfelder, die in Innenräumen eher selten anzutreffen sind. Dort waren aber auch die eben sehr im Vordergrund. Und elektromagnetische Wellen, klar, wir hatten also auch dort ein Schnurlostelefon und WLAN-Router und ein paar andere häusliche Quellen, die eben dort kräftig detektierbar waren. Diese magnetischen Wechselfelder waren aber nur im Bereich des Schlafplatzes. Und sonst nirgends. Also das heißt, nicht im gesamten Schlafzimmer, sondern nur im Bettbereich. Und da würde man zunächst mal daran denken, dass das irgendwelche Trafos sind oder irgendwie ein elektrisch verstellbarer Lattenrost und irgendwelche Elektromotoren, die den Lattenrost dann eben dort verstellen können. Denn die machen auch solche Felder eben lokal. Das war aber ein Holzlattenrost. Daran konnte es also nicht liegen. Das Bett war also auch praktisch metallfrei. Hat sie also auch da keinerlei Anhaltspunkte, dass es irgendwie ein verstellbarer Lattenrost oder ein elektrisch verstellbarer Lattenrost sein könnte. Und dann habe ich das Bett mal zur Seite geschoben und hatte im Bereich des Bettes dennoch, obwohl das Bett weg war, eben einen Anstieg im Bereich der Intensität der magnetischen Wechselfelder. Und dann habe ich eben ihren Ehemann gefragt, was denn im Raum darunter sich befindet. Und er meinte so, ja, da ist nichts, da ist ein Kellerraum. Da dachte ich, schön, was ist denn im Kellerraum? Da sagt er, nichts, der ist leer. Gut, dachte ich mir. So leicht lasse ich mich natürlich nicht entmutigen. Und habe dann ihn gefragt, ob wir uns diesen leeren Kellerraum mal zusammen anschauen könnten. Dann hat er bejaht und wir sind also dann einen Stockwerk tiefer gegangen. Wir waren dann also im Kellerraum. Und jetzt war tatsächlich entlang der Decke dieses Kellerraumes, war also so ein dickes Stromkabel, das gesamte Haus, und das waren einige Parteien in der Zwischenzeit, die hatten angebaut und aufgestockt, mit Strom versorgt hat. Also der sogenannte Hauptstromkreis verlief direkt unter dem Bett dieser Dame. Und die hat also nicht nur unter Schlafstörungen gelitten, habe ich vergessen zu sagen, sondern auch unter Bluthochdruck, unter nächtlichen Herzrhythmusstörungen, nächtlichen Panikattacken, Albträumen. Und all das hatte sie nur in dieser Wohnung und sonst nicht. Und wir haben dann also relativ einfache Maßnahmen getroffen, wie es eben in der Baubiologie häufig ist, wenn man weiß, was die Feldverursacher sind. Wir haben das Bett einfach um 3 Meter verschoben. Wir haben, ich glaube, 2 Sicherungen nachts ausgeschaltet. Und wir haben an ihrem Schnurlostelefon den sogenannten Eco-Modus Plus aktiviert. Das bedeutet, die Basisstation des Schnurlostelefones emittiert nur dann Strahlung, wenn telefoniert wird. Also nicht nachts, sondern nur tagsüber, wenn telefoniert wird. Sodass sie nachts eben die komplette Entlastung von all diesen Faktoren hatte. Und siehe da, ich habe da nach ein paar Tagen angerufen und gefragt, wie es ihr geht. Und hat gesagt, sie schläft genau so wie in ihrer Ferienwohnung. Sie schläft jetzt durch. Ab der ersten Nacht. Und es war sehr, sehr interessant. Also es ist nicht immer so eindrücklich, aber da war es so eindrücklich. Und ich war dann neugierig und habe dann also nochmal nach 4-5 Wochen mich gemeldet bei der Dame. Ich wollte ja auch wissen, ist das nur ein temporärer Effekt oder ist das etwas Dauerhaftes in dem Fall? Und dann sagte sie, Herr Blank, also
Ich schlafe seither komplett durch. Ich habe keinerlei Albträume mehr gehabt. Ich habe keinerlei Herzrhythmusstörungen in der Nacht oder hohen Blutdruck. Und dann meinte sie, und das fand ich irgendwie sehr sympathisch, dann meinte sie, wenn sie jetzt hier wären, würde ich sie umarmen. Und das, also diese Dankbarkeit ist etwas, was mich dann auch immer wieder motiviert. Also es ist wirklich etwas, wo man, ich sag mal, ein Menschen helfen kann und damit tatsächlich auch ein bisschen was Gutes, was Sinnvolles tun darf. Ja. Und wenn man natürlich auch selber weiß, Thema Schlafstörungen sind natürlich mein Steckenpferd, weil ich selber dadurch zu diesem Bereich gekommen bin. Immer dann, wenn ich es schaffe, durch verschiedene Maßnahmen Menschen besser zu einem besseren Schlaf dann zu führen, dann freue ich mich persönlich ganz besonders, weil ich eben weiß, was das bedeutet. Christian, das war eine wunderschöne Anekdote. Ich glaube, ideal, um vielleicht hier zu diesem Zeitpunkt jetzt mal diesen Podcast auszuleiten. Aber also Wahnsinn. Also ich bin total begeistert von dem Thema. Ich würde wirklich unglaublich gerne, dass du mal zu uns kommst, auch vielleicht zu meinen Eltern mal nach München, sollte ich dich schicken und denen mal so ein, das wäre doch ein ideales Geschenk, fällt mir gerade ein, für die zu Weihnachten oder sowas. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Zuhörer mal richtig Lust hätten, auf deine Seite zu schauen. Magst du mal ganz kurz sagen, wo man dich finden kann? Ja, man findet mich im Internet unter www.baubiologie-blank.de. Blank ganz einfach mit B wie Bertha am Anfang und einem einfachen K am Ende. B-L-A-N-K. Baubiologie-blank.de. Genau, und dann alle Zuhörer, also ihr findet sowieso alles, was Christian so erzählt hat, nochmal in Textform beziehungsweise in Stichpunkten mit Shownotes, machen wir immer zu jeder Episode, auf dem Blog auf flowgrade.de/baubiologie. Ich wiederhole flowgrade.de/baubiologie und dort eben auch dann den Link zu Christians Seite und weitere Informationen zu meinem Podcast-Gast. Und ja, also Christian, du hast echt wahnsinnig viel geteilt. Wir haben jetzt weit wieder über eine Stunde aufgenommen. Und unter anderem, wie man alle Gene wegstaubsaugen kann, damit man eben weniger Reaktionen hat, zum Beispiel jetzt zu dieser Jahreszeit. Wie man sein Schlafzimmer optimieren kann, von Strahlung befreien kann, dass man öfters durchlüften muss. Also es waren ein Haufen Informationen da und deswegen ein riesen Dankeschön an dich für diesen enormen Wert, den du uns hier geliefert hast. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, weil ich hätte, glaube ich, noch Ideen für diverse weitere Episoden. Also vielleicht kommst du ja nochmal. Gerne. Ja, danke für die Einladung. Und, freut mich, dass ich ein kleines bisschen beitragen konnte oder ein kleines bisschen transportieren konnte. Ist ein sehr, sehr weites Feld, das natürlich in einer Stunde nur angerissen werden kann. Man könnte tatsächlich über jeden einzelnen Teilbereich der Baubiologie wahrscheinlich mehrere Tage Seminar füllen, wenn man eben weit genug in die Tiefe geht. Und aber hat mir Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. Also da haben wir bestimmt noch Platz für mehr. Ja, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.